So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Das Minecraft. Ja, und zwar haben wir das letzte Mal tatsächlich Diamanten gefunden. 4 Stück hier, Diamanten. Da sind die Diamanten. Verdammt! Okay. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich mit den Stöcken, die wir auch noch im Inventar haben, eine lustige Pike machen. So, die restlichen Diamanten tun wir mal hier rein. Nicht das. Können wir eigentlich ebenso gut schon mal hier zubereiten. Zack und zabadak. Sehr gut. Dann brauchen wir ein paar Eimer. Immer Eimer mitnehmen, wenn man eventuell tatsächlich. So, 4 Stück reichen. Zack. Wenn man tatsächlich Obsidian machen will. So, das kann hier rein. Und dann können wir die Steine, können wir hier unten, können wir die mal reintun. So, und dann gucken wir unten in unser wunderbares, in unsere Mine gleich rein, wo wir. So, wo wir tatsächlich mal Lava finden. Und dann werden wir uns alles abbauen, was wir brauchen, um in die grausame Höllendimension namens Nether zu reisen und uns dort vielleicht ein paar andere tolle Rohstoffe zu finden. Okay. Wasser, ich höre kein. Da haben wir schon mal wieder Eisen, sehr gut. So viel schneller geht das, wenn man Diamanten hat. Und natürlich nutzt sie auch ab und wenn ich keine weiteren Diamanten finde, dann war's das. Okay, also hier ist nichts. Oh, hier ist Lava. Ich hab's doch genau gehört. Diamanten. Cool. Gleich so viele. So, wo ist denn jetzt? Hier war doch irgendwo. Thank you.
doch hier eben. Ich habe doch hier eben noch Lava gehört. Wo ist sie hin? Ist nochmal 4, sehr gut. Wenn ich einfach nur lange noch in eine Richtung grabe, irgendwo wird schon Lava kommen. Oder Diamanten, was dann auch wieder gut ist. So viel Eisen und Gold. Das hier? Achso, das ist nebenan. Okay. Komisch. Aber auf jeden Fall sehr viel Deep Slate schon mal, wenn wir unser Haus weiterbauen wollen. Okay, mein Inventory ist voll. Was machen wir denn da? Können wir die wegschmeißen hier? Und die, und davon haben wir sowieso nur 2. Gut, dann gehen wir halt erstmal nach oben, machen den ganzen Kram weg und dann gehen wir nachher wieder runter. Thank you.
is it? Ich sollte mir wirklich den Ausgang markieren. Warte mal. Ich höre hier wieder, aber... Okay. Warte mal, das hier wird markiert. Ich höre hier irgendwo Lava. Ist hier vielleicht? Jedes Mal, wie man hier wieder rauskommt aus der Gegend hier. Hier, nein. Hier. Da! Okay. Das müssen wir mal markieren hier. Mit den hier zum Beispiel. So, dann haben wir nämlich auch gleich optisch das abgehoben und wissen, aha. Hier geht's raus. So. Okay. Ich glaube, was ich sowieso auch brauche, ist vielleicht eine neue Eisenpike und eine neue Schaufel. Die ist auch kaputt. Und den ganzen anderen Quatsch kann ich wieder in den Kocher tun. Beziehungsweise die Kisten hier. Das mal hier rüber in die Kiste. Jo, das ist die großen, nicht die. Die kommen in die Kiste mit dem. Okay, also eine Schaufel brauche ich mir nicht machen. Da habe ich noch eine. So. Bisschen Eisen. Das heißt, wir können uns hier eine Spitzhacke machen oder sagen wir mal zwei lieber. Okay, ein neuer Tag, ein neues Glück und wir schauen wieder runter. Können wir irgendwas hier oben lassen? Das Feuerzeug brauchen wir nicht. Den Crafting Table brauchen wir auch nicht. Die Hacke brauchen wir nicht. Das können wir zusammentun in einen Stack und dann hier rein tun. Eigentlich brauchen wir die den Bogen auch nicht und die Angel brauchen wir schon gar nicht da unten. Lassen wir das mal alles da. Dann haben wir auch ein bisschen Platz im Inventory. Vielleicht geht's hier hin. Thank you.
Also ich höre das von dir kommen. Wenn ich den Kopfhörer richtig rum aufhabe, dann müsste das von dir kommen. Ist das über mir? Das wäre natürlich ungünstig. Also hier ist jetzt Wasser. Das hier ist Bedrock, da kann man nicht runter. Normalerweise gräbst du immer früher oder später in Lava, aber jetzt ist es unmöglich, die zu finden, aus irgendwelchen Gründen. Immer dann, wenn man es gerade besucht, dann klappt es nicht. Thank you.
grab einfach in irgendeine Richtung, bis ich irgendwas finde. Fertig. Irgendwo werde ich dann schon auf Lava stoßen. Oder auf mehr Diamanten. Ist auch gut. Lava. Wahrscheinlich hier. Davon aus, dass es irgendwo über mir, weil unter mir ist nicht mehr so viel Platz. Aber wenn über einem Lava ist, über dem Block, unter dem man steht, dann würden da Tropfen auf mich runtertropfen und das passiert nicht. Ist vielleicht auf der Seite hier, muss doch irgendwo sein. Ich habe eine Idee, das ist zwar ein Glitch, aber das machen wir einfach.
ganz sicher, ob Leute, die sich das Spiel ausgedacht haben, ob die quasi geplant haben, was ich gleich mache. Aber das ist ansonsten scheinbar zu schwer. So, wir brauchen erstmal Slabs und dann brauchen wir ein Kompost-Ding. Und dann brauchen wir eine Dingstür. Und wir brauchen außerdem. Eigentlich brauchen wir nicht so viel, aber machen wir das mal. So. Was wir nämlich jetzt machen, das ist ein Geheimtipp. Geheimer Geheimtipp für alle, die neu bei Minecraft sind. Erstmal vor dem Creeper weglaufen. Vor den beiden Creepern weglaufen. Ah! Super toll. Okay. Gut, da haben wir auch noch. Machen wir das hier einfach. So, wir suchen uns eine Wand. Und dann graben wir hier den Kompost ein. Dann springen wir hier rein. Beziehungsweise noch nicht. Erst machen wir hier. Abwurf brauchen wir gar nicht. Warte mal. Dann müssen wir hier mitten reingehen und dann lassen wir uns da den Kies auf den Kopf fallen. Das drückt uns in den Komposter rein. Zapp! Und dann können wir unter die Erde gucken. Okay. Also da bin ich am Graben. Hier ist überall Lava da hinten. Bloß nicht da, wo ich hingegraben habe, scheinbar. Da ist eine riesige Höhle mit Lava. Also wenn ich hier die Treppe runtergehe, dann komme ich da auch schon fast hin. Okay. Und da ist auch jede Menge Lava, aber das ist tatsächlich alles drüber, so wie es aussieht. Interessant. Und hier unterm Haus ist tatsächlich eine große Höhle. Wo jede Menge Monster rumtouren, wie man sieht hier. Interessant. Okay, gut. Genug gesehen. Okay. Warte mal, wir können ja gleich hier reingehen. Das war ja hier am nächsten. Warte mal, bevor wir das machen, können wir das mal hier zur Farm stellen. Dann ist auch unser Weizen fertig. So. Das heißt, hier können wir dann erstmal abernten. Und das droppt jetzt erstmal Weizen hier und die Samen für den Weizen. So dass man dann erstmal einen Rohstoff bekommt, um Brot zu backen und auf der anderen Seite auch wieder Körner zum Weiterpflanzen bekommt. Das Tolle ist, wenn man jetzt hier alles weggepflanzt hat, kann man den Rest hier reintun. Und kriegt dann Knochenmehl. Thank you.
So, dann würde ich sagen, das war's dann auch schon wieder für heute. Dann, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch alles Gute in der kommenden Woche. Bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns, wenn wir uns wiedersehen, an dem Tag, wo wir uns wiedersehen. Okay, dann bis dann und liked und kommentiert und bla.